Heute zeige ich euch, wie ich meinen neuen Diss-Track gegen Lukas Brawlstars aufnehme, der mich in seinem Burger-Pommes-Song gedisst hat. Deine Bars zu holen, nur Fast Food im Flow? Oh mein Gott, was hat ChatGPT da denn bitte rausgehauen? Lukas die Melone weint in Autotune? Leute, hier ist wieder euer Eierkopf. Heute gibt es ein richtig krasses Video. Ihr habt es gerade eben im Pre-Intro schon gehört. Ich werde einen neuen Diss-Track gegen Lukas aufnehmen, weil ich im Burger-Pommes-Song von ihm gedisst wurde. Und ihr wisst es, das kann ich nicht auf meiner Eierkopf-Ehre sitzen lassen. Deswegen nehme ich euch heute mit, zeige euch heute alles, was ich für die Vorbereitung von dem Diss-Track mache. Und als allererstes muss ich einmal einen Kollegen von mir anrufen, der mir auch bei dem ersten Lukas Brawl Stars Diss-Track geholfen hat und werde ihn fragen, was ich alles für die Vorbereitung brauche. Freunde, ich selber habe tatsächlich noch nie einen Diss-Track bei mir hier zu Hause alleine gemacht. Deswegen rufe ich jetzt einmal kurz meinen alten Cutter Jamil an, der ja auch sich sehr gut mit Musik auskennt. Und ich hoffe, er kann mir irgendwie ein paar Tipps geben. Hallo? Hallo Jamil, na? Ja, was geht? Und zwar hat ja der gute Lukas den Burger-Pommes-Song rausgehauen. Das hast du ja vielleicht mitbekommen, ne? Du willst wahrscheinlich einen Diss-Track machen, so wie es sich anhört. Ja, richtig. Und ich will den Diss-Track irgendwie probieren, komplett alleine von mir zu Hause hier zu machen, das irgendwie schon mal so vorzubereiten. Und ich wollte dich fragen, was brauche ich denn dafür, um irgendwie das von hier bei mir zu Hause aus der Wohnung aufnehmen zu können? Hast du denn schon irgendwas? Ich habe ein Mikrofon. Dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir Ecke raussuchst, wo du das Mikrofon positionieren kannst. Dafür brauchst du natürlich auch einen Mikrofonständer, ne, ist ja klar. Ecke dann am besten auch mit Schaumstoff, also so diese Akustik-Schaumstoff-Dinger, die kennst du wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Also du brauchst einen Diss-Track-Text, keine Ahnung, also ich sag dir ehrlich, du kannst auch da so mit ChatGPT zum Beispiel arbeiten oder sowas. Ach echt, das kann das schon? Okay, Jamil, ich danke dir. Okay, Freunde, ihr habt gehört, wir müssen ans Werk. Es ist viel zu tun. Okay, Freunde, das Telefonat ist vorbei. Ihr habt gehört, was alles auf meiner To-Do-Liste steht. Als allererstes würde ich sagen, gehen wir einfach mal aus meinem Zimmer raus, weil ich schon eine richtig gute Idee habe, wo ich meinen Aufnahmeraum für den Song hinbauen könnte, wenn ich das Ganze hier von zu Hause aufnehme. Und zwar müssen wir dafür einmal hier in diesen Raum gehen. Ja, Freunde, schaut mal hier in die Ecke. Hier stehen tatsächlich von Maybrit und mir einfach nur unsere Koffer und so weiter rum. Aber wenn ich jetzt hier einfach mal mich so reinstelle, dann seht ihr, wenn man das Ganze hier irgendwie mit so diesen Schaumstoff-Akustik-Sachen macht, hier das Mikrofon hinstellt, dann könnte das Ganze doch nach einer ziemlich krassen Aufnahmeecke aussehen, oder? Was meint ihr? Ich würde sagen, das merke ich mir jetzt einfach mal. Aber wir müssen jetzt erstmal einkaufen. Wir brauchen so Schaumstoff theoretisch. Dann schaue ich mal, wie das damit aussehen würde. Und wir stellen da auch schon mal dann provisorisch dieses Mikrofon rein. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal ganz kurz einkaufen. Okay, Freunde, als allererstes wurde mir gesagt, ich soll Akustik-Schaumstoff holen, damit ich denn auch eine Ecke vorbereiten kann, wo ich dann den Song am Ende aufnehme. Und das Ganze muss natürlich auch gut von der Akustik passen. Deswegen sind wir tatsächlich bei Hornbach und hier gibt es Akustikschaumstoff. Den müssen wir uns jetzt einmal holen. Ich hoffe mal, da gibt es noch welchen von. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Auf geht's. Ja. Okay, Freunde, wir sind jetzt schon mal im Hornbach drin. Aber ich sag euch ehrlich, ich bin nie in irgendwie so einem Bauladen. Also hier gibt es irgendwie so Heizkörper, aber wo gibt es hier Akustikschaumstoff? Warte mal. Guck mal. Ja, das sind die, oder? Boah, die sind echt groß, oder? Schau mal, warte mal. Die sind so wieder eine halbe Maybrit groß. Eine Sache ist uns noch eingefallen, die wir auch noch brauchen. Denn wenn wir diesen Akustikschaumstoff an die Wand bringen wollen, dann brauchen wir ja auch irgendwie Kleber. Und deswegen haben wir hier einmal Klebebandabteilung. Ah, guck mal, was ist das doch? Doppelseitiger Selbstklebestrip. Davon nehmen wir jetzt zwei mit, weil wir haben zweimal Schaumstoff. Ich hoffe, das hält. Wir fahren weiter. Okay, Freunde, wir sind jetzt am zweiten Ort angekommen. Und zwar seht ihr es hier auch, Musikhaus Dinter. Und hier gibt es halt alles, was so Musiker brauchen. Das heißt Klaviere, Gitarren, Mikrofonständer. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gucken uns mal um. Guck mal, da oben sind schon so Gitarren und sowas.
Aber ich sehe hier schon mal, guck mal, so Klavier. Cool. Meinst du, ich soll mich da mal ransetzen? Muss man einmal schauen, ob das gut aussieht. Also das Ding ist, ich kann gar kein Klavier spielen, Freunde. Ist das angeschlossen? Nein. So, ich habe mich jetzt hier unten nochmal umgeguckt. Ihr seht es, hier vorne sind so Mikrofone schon mal am Start. Und hier habe ich schon mal das entdeckt, was wir auf jeden Fall brauchen. Und zwar so richtige Mikrofonständer. Schaut mal, da kann man dann vorne das Mikrofon so ranmachen und dann dort perfekt reinsingen, rappen. Nimmt man das noch, Diss-Track aufnehmen. Ich habe auf jeden Fall da jetzt schon eins rausgesucht. Das kriegen wir jetzt gleich mitgenommen. Das kann ich einpacken und dann haben wir da schon mal die nächste Sache fürs Studio. Oder? So, Freunde, ich wurde hier gerade bei der Musikauswahl von ein paar Zuschauern entdeckt. Was geht, Jungs? Moin, ich grüße noch Leit und Gunnar und Jona. Ey, Jungs, ich habe mal eine Frage an euch. Ihr habt ja wahrscheinlich den Burger Pommes Song gehört, oder? Ja, Burger Pommes auf die 100. Wisst ihr, was ich heute vorhabe? Was? Ich bin nämlich hier, weil ich eine Antwort auf den Diss von Lukas machen möchte. Was sagt ihr dazu? Ja. Das ist krass, oder? Ja. Hast du irgendwas, was du meinst, was auf jeden Fall reinkommen muss? Irgendwie so, dass der Eierkopf den Burger aufisst oder so? Eierkopf auf die 1, Burger Pommes auf die... auf gar keine Zahl, weil es so schlecht ist. Oh, okay. Aber Jungs, ich danke euch. Ihr seid die Besten. Und ich bin mal gespannt, was du dann zum Diss sagst, ja? Kannst du morgen in Candy Shop gehen? Bei Alper? Ja. Oh, ich muss mal schauen. Freunde, es kann auch gut sein, dass mal demnächst irgendwie ein Zuschauertreffen am Süßigkeitenladen kommt. Müsst ihr mal alle Hashtag Süßigkeitenladen in die Kommentare schreiben, oder? Ja. Und dann ruft jetzt nochmal, lass doch mal zu dritt Hashtag Candy Palace rufen, okay? Ja. 3, 2, 1. Hashtag Candy Palace! Freunde, Maybrit probiert hier schon mal die ersten Melodien für den Diss-Track zu. Pass auf, jetzt mache ich. Dann bin ich gespannt, wie du es lernen willst. Und was sagst du? Oh, Kevin. So was Romantisches habe ich seit langer Zeit nicht mehr erlebt. Ihr sagt jetzt wahrscheinlich, ich drück die Tasten nicht, ja? Aber ich drück die Tasten. Mit deiner Willenskraft. Okay, Freunde. Ich bin zurück. Wir haben die ganzen Sachen hier schon mal auf dem Boden. Wir haben hier diese zwei Arten von Schaumstoff. Dann haben wir hier das Mikrofon-Ständer-Ding, wo ich dann gleich probiere, mein Mikrofon raufzuschrauben. Aber als allererstes muss ich einmal ganz kurz meine Ecke im Nachbarraum leerräumen. Okay, Freunde, jetzt muss nur noch die Ecke da hinten einmal leer werden, damit ich die ganzen Sachen da unterbringen kann. Ich würde sagen, ich klatsche einmal kurz und dann ist die Ecke leer. Maybrit! Schau mal, Freunde, alles leer. Nein, Spaß beiseite. Die ganzen Sachen liegen jetzt einfach da. Ich würde sagen, du hältst mal ganz kurz das Handy. Okay, Freunde, ich habe jetzt hier diese Akustikpaneele. Müssen wir einmal kurz hier mitkommen, dass man das gut sieht. So, und die könnte man jetzt, und die kann man theoretisch jetzt einmal hier anbringen. Hier auf der anderen Seite. Schau mal, sieht doch schon ganz gut aus, oder? Ich würde sagen, um das Ganze nochmal zu beschleunigen, Maybrit, kannst du mal einmal schnipsen? 1, 2, 3 und... Hä? Maybrit? Wie hast du das denn gemacht? Freunde, ihr seht es, die Akustikpaneele hängen jetzt hier schon mal, der Akustikschaumstoff. Ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur provisorisch, denn wir müssen uns ja noch auf den Song vorbereiten, den Text erstmal schreiben. Ich brauche natürlich auch noch eure Hilfe, aber eine Sache fehlt auch noch, und zwar das Mikrofon. Soll ich mal springen und dann ist das hier? Okay, und... Oh, Maybrit! Da ist auf einmal das Mikrofon am Start. Freunde, ihr seht, das ist hier schon mal eine richtig geile Booth, glaube ich, um aufzunehmen. Aber bevor ich hier irgendwas aufnehmen kann, brauchen wir ja erstmal irgendwie einen Text. Bevor wir aber dazu kommen, Freunde, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich kann den Diss-Track an Lukas nur veröffentlichen, wenn ihr jetzt alle den Kanal abonniert und mir damit zeigt, ihr wollt wirklich, dass ich eine Antwort darauf mache. Ich prüfe mal einmal kurz. Er wollte es nicht? Hä? Ihr müsst doch jetzt den Kanal abonnieren. Ich prüfe jetzt noch einmal. Ihr habt jetzt noch mal kurz die Chance. 3 Sekunden. Ich prüfe noch mal. Ja. Der eine da hinten, dem müsst ihr noch mal sagen, dass der abonniert. Und
Als nächstes müsst ihr auch nochmal einen Daumen nach oben geben. Freunde, ich brauche eure komplette Power. Wenn ihr mir nicht zeigt, dass ihr da Bock drauf habt, dann weiß ich auch nicht. Ich will hier 10.000 Likes auf dem Video sehen. Und alle, wirklich jeder von euch, muss jetzt Hashtag AntwortDissTrack in die Kommentare schreiben. Hashtag AntwortDissTrack, damit ich weiß, dass ihr da wirklich Bock drauf habt. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal kurz rüber und wir machen die nächsten Schritte. Auf geht's. So, und jetzt kommen wir zum Schreiben vom ersten Teil von unserem Song. Ich würde sagen, wir probieren mal den Refrain zu machen. Also das, was sich immer und immer wieder wiederholt. Genauso wie bei Lukas, dieses Burger Pommes auf die Eins. Und dafür dachte ich mir, nehmen wir einfach mal ChatGPT zur Hilfe. Und ich schreibe mal einmal ganz kurz einen Text und probiere ChatGPT schon mal so ein bisschen Infos zu geben. Mal schauen, ob wir eine erste Antwort bekommen. Ich habe jetzt einmal kurz einen Text geschrieben. Ihr könnt hier gerne Stopp machen und euch den durchlesen. Ich bin mal sehr gespannt, ob ChatGPT damit irgendetwas anfangen kann. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Okay, ChatGPT schreibt. Klar, ich helfe dir gerne, einen Diss-Track, deinen Diss-Track den nötigen Biss zu geben. Hier ist der Refrain, der Lukas, der die weinende Melone in die Schranken weist. Lukas, die Melone weint in Autotune. 2 Jahre Stille kam dann ohne Ruhm. Eierkopf 4 bringt die Wahrheit ans Licht. Dein Comeback wie Burger-Pommes ernährt dich nicht. Deine Bars zu holen, nur Fast Food im Flow. Eierkopf serviert's dir. Jetzt ist Ende im Gelände, Bro. Oh mein Gott, was hat ChatGPT da denn bitte rausgehauen? Okay, Freunde, ich habe, glaube ich, einen Beat gefunden. Ich spiele euch den mal einmal kurz ab. Da, da, da. Lukas, die Melone weint in Autotune. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie ich diesen Beat auf meine Kopfhörer bekomme. Und ich probiere das dann einfach mal nebenan genauso einzurappen. Passt mal auf, warte mal. Ich ziehe mir mal den Beat kurz hier aufs Handy. Okay, Freunde, ich bin bereit. Der Beat läuft. Lukas, die Melone weint in Autotune. 2 Jahre Stille kam dann ohne Ruhm. Eierkopf 4 bringt die Wahrheit ans Licht. Dein Comeback wie Burger Pommes. Deine Bars so holen, nur Fastfood im Flow. Eierkopf serviert sie, jetzt ist Ende im Gelände. Bro. Okay, Freunde. War jetzt, wie gesagt, nur ganz spontan. Ne? Ihr seht es hier, ich habe hier einfach auf meinem Handy den Text abfotografiert, oben diesen Beat. Falls ihr wollt, dass das Ganze wirklich, wie gesagt, ein Song wird, dass ich Lukas wirklich disse, ihr wisst, was zu tun ist. Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und Hashtag AntwortDissTrack in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ciao, ciao.